Ich zeige euch heute in diesem Video, wie ihr aus Milch Sauermilchtopfen herstellen könnt. Grüß euch am Fürstenhof, ich bin die Maria und ich zeige euch heute Cooles aus Milch. Wir machen heute einen Sauermilchtopfen, auch Quark genannt, und zwar machen wir den mager. Und das Tolle an diesem Rezept ist, dass wir die Milch dafür nicht entrahmen müssen, sondern wir schöpfen einfach den Sauerrahm von der Sauermilch ab. Für dieses Rezept braucht es Sauermilch. Wie das geht, wenn man Sauermilch selber macht, könnt ihr in meinem Rezept Sauermilch selber machen anschauen. Wichtig ist, dass die Sauermilch nicht durchgerührt wird. Und was auch noch wichtig ist, ihr braucht unbedingt Rohmilch, weil nur so setzt sich der Rahm ab und wir können den dann abschöpfen und ihr habt dann einen mageren Sauermilchtopfen. Ich zeige euch jetzt gleich einmal den Rahm. Ich habe da fertige Sauermilch. Das da oben, das Gelbe, was ihr da seht, das ist Rahm. Der hat sich jetzt so abgesetzt von der restlichen Milch und den können wir jetzt ganz einfach abschöpfen und haben dann sozusagen einen Magertopfen, der überbleibt. Ich habe mir da ein Glaserl hergekriegt, da schöpfe ich das ein, der kommt dann in die Kühlung und den kann man natürlich dann weiterverarbeiten. Der Fettgehalt variiert von Milch zu Milch, also bei Jersey-Milch, wir haben ja eine Jersey-Kühe, da ist es natürlich relativ viel. Das wird jetzt bei anderen Kuhrassen nicht so viel sein. Den Rahm, den stelle ich jetzt in den Kühlschrank, der soll kühl lagern und morgen kann man den dann weiterverarbeiten. Dann ist er gut gekühlt und dann kann man weiterverarbeiten. So. Jetzt schneiden wir diese Topfmasse, diese Galerte in ein Raster, damit die Molke gut entweichen kann. Ist da schon mal ein Teil der Molke entweicht. Gut, in der Zwischenzeit richten wir uns die Utensilien und Werkzeuge her, die wir brauchen für unseren Topfen. Wichtig ist einmal eine Käseform, wo wir das dann reinleeren können. Damit das dann nicht in der Molke schwimmt, kann man da so einen Kekserlausstecher nehmen und draufstellen, die Käseform. Und dann brauchen wir ein Topfentuch. Dieses Tuch hält die Topfenmasse zurück und die Molke kann dann gut abrinnen. Diese Masse schöpfen wir jetzt in das Topfentuch. Am besten, ich würde das jetzt wirklich mit einem Löffel schön langsam reingeben, weil dann einfach die Molke zwischendurch immer gut abrinnen kann. Und ihr eine schöne Masse erhält. Zwischendurch könnt ihr immer wieder mal das Tuch so aufheben, dass die Molke entweichen kann. Wir haben jetzt den Sauermilchtopfen da reingefüllt. Ihr seht da unten die Molke, die sich schon ganz gut absetzt. Das dauert jetzt circa noch eine Stunde bis drei Stunden, je nach Temperatur und je nachdem, welche Konsistenz man haben will, ob man trockener haben will oder feuchter. So lange dauert das, bis die restliche Molke abgetropft ist. Also da müssen wir jetzt warten. Da sieht man eigentlich jetzt eh schon, dass der eine gute Konsistenz hat und eigentlich jetzt perfekt ist zum Abfüllen. Schaut mal, wie der schön ist. Da drinnen ist die Molke. Also die Molke, die schüttet in die Badewanne, das ist ein super Hautpflegemittel. Ihr könnt es auch zum Brotbacken verwenden oder eben in Smoothies rein. Aus dem Topfen kann man noch ganz viele verschiedene Dinge machen. Man kann verschiedene Aufstriche herstellen, man kann verschiedene Süßspeisen herstellen, wie zum Beispiel eine Topfentorte
Also da gibt es ganz verschiedene Rezepte und ganz verschiedene Möglichkeiten. Auf unseren Social Media Plattformen wie Facebook und Instagram zeigen wir da auch immer kleine Rezeptchen her, wie wir die Milchprodukte weiterverarbeiten. Gut, wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wenn ihr genaueres wissen wollt noch zum Topfen, zu Sauermilchprodukte, wenn ihr euch die Utensilien erwerben möchtet, dann schaut in unseren Shop fürstenhof.co.at oder fürstenhof.shop. Und wenn ihr noch mehr Milchprodukte sehen wollt, dann abonniert den Kanal. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid bei Cooles aus Milch. Eure Maria vom Fürstenhof.